Liebe Modellbahnfreunde, auf unserem Messerundgang gehen wir natürlich weiter und es ist auch schon eine gute Tradition, dass wir bei Heres Station machen. Und Heres steht ja für außergewöhnliche Produkte und auch Modelle, die in Nischen zu Hause sind, die man also so als Massenprodukt nicht findet. Grüße an meiner Seite Iris und Helmut Richthammer ganz herzlich. Ja. Und Sie wollen natürlich uns diese Neuheiten natürlich vorstellen. Ja, guten Morgen, Herr Buttich. Ich grüße Sie und an dieser Stelle natürlich geht ein Gruß auch an unsere Modelleisenbahnfreundinnen und Freunde. Unsere Neuheiten teilen sich dieses Mal in zwei Bereiche auf. Einmal die Neuheiten, die von uns, von Heres hergestellt sind. Und der zweite Bereich, das ist der Bereich, den wir Modelle, Werkzeuge durch Sortimentserweiterung erworben haben. Und unsere Hauptneuheit, die steht hier hinten in der Vitrine, das ist der Schwerlastentransportwagen. Und das ist, wie der Name schon sagt, ist ja Schwerlastentransportwagen. Der ist zum Transport von Panzern und schweren Lasten. Also ich hatte DR noch vergessen hinzuzufügen. Okay. Ja. So, dann lassen Sie uns aber mal in der Reihenfolge marschieren. Ja. Denn wir haben ja auch einen Spickzettel, wo wir also das aufgeschrieben haben, was alles dieses Jahr sozusagen dasteht. Und wir wollten ganz gerne dann mit dem Personenzugwagen anfangen, der PKB. Ja. PKP, ja, das ist die polnische, ein Barwagen. Da hat sich also herausgestellt, dass wir verschiedene Modelle entwickeln konnten bei den Barwagen. Und das ist natürlich ganz spannend. Das ist natürlich die Ausführung mit dem Videowagen. Der, ja, wir haben bei der Ankündigung im letzten Jahr nicht mit der Eigendynamik dieses Projektes gerechnet. Es haben sich dann im Laufe des Jahres viele Freunde auch aus Polen gemeldet und haben gesagt, ja, aber ihr wisst ja, da gibt es unterschiedliche Versionen. Da gibt es den von meiner Frau bereits erwähnten Videowagen. Da hatten wir natürlich noch überhaupt nichts von gehört. Das ist ein ganz lustiger Umbau gewesen. Ja, dazu passen natürlich auch hervorragend die Reisezugwagen, erste und zweite Klasse in Grün. Ja, das ist ja eine sehr interessante Familie, die aus vielen verschiedenen Wagen besteht. Wir haben ja bis jetzt angekündigt gehabt und schon ausgeliefert den zweite Klassewagen. Der erste Klassewagen, der steht dieses Jahr irgendwann mal vor der Tür. Und abgerundet wird diese Familie durch den erste, zweite Klasse und den gemischten zweite Klasse und Gepäckwagen. Ganz genau. Und wir beenden auch die Familie dieses Jahr. Damit ist die eigentlich aus unserer Sicht mit Bar- und Liegewagen, die auch dieses Jahr eben in diesen Modifikationen etwas später als geplant kommen, weil sich eben herausgestellt hat, dass in dem Liegewagen ist dann noch ein spezielles Abteil eingebaut gewesen für den Begleiter mit verschiedenen Schränken, wo die ganzen Wäsche und alles drin war. Das vollziehen wir natürlich alles im Detail nach. Dadurch hängen wir da ein bisschen in der Auslieferung, ja. Aber wir wollen es lieber ganz ausführlich und richtig machen. Und es gibt in der Familie Begleitfahrzeuge, nämlich einen Postwagen und einen 100%igen eigenständigen Gepäckwagen. Und wir haben uns gedacht, zum Abschluss für nächstes Jahr dann mal so als Frage, stellen wir mal einfach über dieses Video in den Raum. Leute, schreibt uns, habt ihr noch Interesse an einem reinen Gepäckwagen oder würde euch ein Postwagen mehr interessieren? Also es gehört nicht mehr zu der direkten Familie, aber die liefen natürlich immer zusammen und wäre vielleicht nur noch ein guter Gag, so die Sache komplett zu kriegen. So, die Frage geben wir natürlich gerne weiter, vor allen Dingen an die Zuschauer von MSL-TV. Schreiben Sie ruhig an die entsprechende Adresse modellbahnshop.lippe.com. Richten Sie Ihre Frage bzw. Ihren Wunsch dahingehend ein und wir leiten es dann weiter. Ja? So, dann gibt es eine weitere Neuheit. Das sind drei verschiedene Typen von Schwerlastwagen der Deutschen Reichsbahn. Ja, das ist unsere Hauptneuheit dieses Jahr. Wie der Name schon sagt, der ist für den Transport von Panzern und schweren Lasten zuständig. Und Nach dem Krieg gab es bei der DR eben nicht genug Transportkapazität und da wurden also diese Fahrzeuge entwickelt aus der DDR-Eisenbahnindustrie und haben sich dann bis 1990
gehalten. Also die waren wirklich ununterbrochen im Einsatz. Und daher kommen eben auch diese verschiedenen Versionen. Es wurden mal zuerst Wagen mit Rungen, dann welche ohne Rungen. Also es wurde im Laufe der Zeit auch immer ein bisschen vereinfacht. Und diese verschiedenen Bauabschnitte, die werden wir natürlich nachvollziehen. Und als Sonderserie sehe ich auf Ihrem Zettel, haben Sie den ja stehen, da machen wir diesen Zug beladen mit diesen russischen Panzern. Also eigentlich genau die Situation nachzuvollziehen, wofür er ursprünglich eigentlich als Hauptzweck gedacht war. Aber DDR hat den halt natürlich für alles gebraucht, klar. Und man sieht den, Entschuldigung, man sieht den auch hier in der Vitrine. Also ich sehe schon, dass wir einen sehr guten Spickzettel haben. Ja, genau. Können wir also gemeinsam gucken. Ja, wie halten wir den so richtig gut vor? Und ich bin extra ohne Spickzettel hier. Ja, eine weitere Neuheit ist der DSG Schlafwagen der Epoche 3. Das, meine Frau hat ja schon gesagt, wir haben eigenentwickelte Neuheiten aus unserem normalen Programm und dann durch die Zukäufe. Das ist also die erste bei uns einsortierte Neuheit aus dem ehemaligen Railtop-Programm, was wir über das Konkursgericht in Shenzhen, den hört sich ganz toll an, zweiten Volksgerichtshof dort, erworben haben. Das war eben aus der Masseverwertung. Dieses Modell gab es schon mal vor rund 10 Jahren, ist dann 7, 8 Jahre verschollen gewesen und tauchte jetzt in der Konkursmasse auf. Wir haben diese Werkzeuge auch mit anderen, die hier in der Vitrine ausgestellt sind, im österreichischen Segment, im Schweizer Segment übernommen und als allerersten jetzt den gemacht, weil da warten natürlich sehr viele Modellbahnfreunde drauf, die damals nicht die Chance hatten, den zu erwerben. Und der ist ja auch sehr farbenfroh als DSG. Im zivilen Sektor, beim USTC, der einzige Schlafwagen oder der einzige USTC-Wagen überhaupt, der jemals in Rot gefahren ist. Und dann natürlich, die wurden verkauft, als die Amerikaner sich aus dem Bereich mit diesen Altbauwagen zurückgezogen haben, gingen dann nach Jugoslawien und bekamen dort natürlich diese wunderschöne dunkelblaue Farbe. Dunkelblau, die ideale Farbe für Nachtzüge, Schlafwagen. Und ich denke mal, wir haben hier mal etwas anderes gemacht. Wir haben uns überlegt, normalerweise testet man ein Werkzeug und schmeißt dann den Kunststoff aus den Sachen weg. Wir haben gesagt, nein, wir fahren mal eine größere Serie und deswegen sind wir ganz zeitnah an der Auslieferung, weil wir einfach den Testkunststoff genommen haben, um die Modelle daraus dann gleich zu entwickeln und hatten auch Glück, ist alles sehr gut gegangen beim Test und ja, Interesse war gestern ganz gut, gerade der blaue wurde von vielen osteuropäischen Kunden favorisiert. Wir lassen uns, war super, ja, wir lassen gut, uns da mal super überraschen, wie es dann weitergeht, weil das ist natürlich ein Modell, wo man wahnsinnig viele Varianten machen kann. Sie müssen sich in die Zeit zurückerinnern, da ist jeder Wagen natürlich ein bisschen handarbeitsmäßig anders gewesen. Der eine hat eine dunkelbraune Holzinneneinrichtung, der andere eine birkenhell. Also da ist wirklich jedes Wagenstückchen ein eigenes, solides Handarbeitsmodell im Vorbild, nicht nur bei uns gelungen. Also ich denke mal, damit ist auch schon ein gewisser Alleinstellungsmerkmal gegeben für diesen Wagen. Und da kann man Sie eigentlich nur beglückwünschen, dass Sie so ein Schätzchen ausgegraben haben. Weitere Schätzchen machen wir mal ein Stück zurück in die Epoche 1. Das ist natürlich ganz interessant. Ja. Gibt es einen gedeckten Güterwagen ohne Bremserhaus, grau, Epoche 1. Den hat der Herr Klein wieder zu unserem Programmsektor eben Epoche 1 und 2 hinzugestellt. Wenn Sie überlegen, in der damaligen Zeit war ja das Achsvolumen, das Streckengewicht noch nicht so groß. Deswegen diese zierlichen kleinen Wägelchen, der passt natürlich hervorragend in so einen Oldtimer-Güterzug rein. Und die Fachleute, die werden jetzt schon wissen, aha, Bierwagen, geschlossener Güterwagen, das ist damit abgedeckt. Es muss dann im nächsten Jahr was anderes kommen. Hier muss man sagen, es gibt noch dann ganz, ganz viele Entwicklungen halt. In Epoche 2 und 3 ist er ja dann über die Aufteilung der KKSDB-Wagen nach dem Weltkrieg wirklich über alle Länder verstreut worden. Sie sehen den auch hier. Die zweite Neuheit ist dann eine offerenglische 7-Bretter-Güterwagen. Muss ich mir jetzt so vorstellen, der Güterwagen hat nur 7 Bretter oder was ist das? 7 Planken. 7 Planken heißt er ja genau genommen, weil man in England bei den Güterwagen die Höhe nicht angibt, sondern die Plankenzahl. Okay. Und der hat halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoch. Mhm. Flachwagen ist ein 3 Planken und so weiter. Also der gehört lustigerweise zu den weltweiten Favoriten. Von dem Wagen hat sich schon das israelische Eisenbahnmuseum gestern per E-Mail eine Serie Wagen bestellt, weil der nämlich auch in der palästinensischen Eisenbahn, damals Palästina-Eisenbahn gefahren ist, nicht palästinensisch, Palästina.
eben basierend auf britischen Wagen. Und das wird natürlich was ganz Lustiges werden, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Dieser Wagen hier ist eigentlich gewesen im Ersten Weltkrieg, also die sogenannten WD, War Department Wagen, war zur Versorgung der britischen Truppen am Kontinent gedacht. Und wie das so immer ist mit Militärsachen nach dem Krieg, weiß man nicht, was man damit machen soll. Und dann haben die gesagt, okay, wir bringen diese Wagen in die Société Ferryboat ein, hat dann versucht, in dieser eine Werbetour durch Europa zu machen mit dieser schönen Fotograu. Das ist natürlich nicht die richtige Farbe, mit der die dann immer im Einsatz waren. Das war nur dieser Fotozug. Und hinterher sind die dann wirklich übernommen worden in den Kohleverkehr. Also englische Kohle wurde damit nach Frankreich, nach Belgien gebracht. So, und die letzte Neuheit ist ein Kuppelwagen-Set mit zwei Wagen der Deutschen Reichsbahn in Braun. Sie werden sich an letztes Jahr erinnern, da haben wir den Mund voll genommen und haben den schon als Neuheit angekündigt gehabt. Und wie die Tücke halt so im Objekt ist, hat sich eben danach, so wie bei dem Barwagen herausgestellt, um Gottes Willen, da gibt es ja diese Version, Umbauten und, und. Und sie müssen entsprechend unserer Modellvielfalt, die wir jetzt dabei sind, gerade im Werkzeug nachträglich einzubauen sehen. Es gibt den ursprünglichen DR-Wagen, der zum Beispiel dazu da war, russische Kesselwagen zu transportieren mit der Mittelkupplung, der dazu da war, havarierte russische Breitspurwagen rauszuziehen und nach Mukran zu bringen. Aber er ist ja dann auch von der Bundesbahn nach Übernahme umgebaut worden auf die andere, auf die westdeutsche Mittelkupplung, um die Erzwagen zum Beispiel mit den 151ern zu transportieren. So, und all diese verschiedenen Versionen, der eine hat die Kupplung rechte Seite, der andere natürlich link, geht ja nicht, dass man einfach nur die Kupplung austauscht, muss ja ein riesiger Umbau gleich mit verbunden sein. Dann eben ziehen wir auch diese Situationen durch. Dann gibt es bei der BVB welche in Berlin in grauer Farbgebung, weil bei der DR-Vorschrift war grau für Privatwagen, die dann eben die S-Bahn-Züge über stromlose Gleisabschnitte gezogen haben. Und diese ganzen verschiedenen Situationen bringen es insgesamt eben auf 9 verschiedene Modelle. Also da ist manchmal so die Eigendynamik, die ein Projekt bringt, jenseits der Planung und stellt dann immer alles am Kopf. Aber zumindest sind die Wagen jetzt da und der Modellbahnfreund kann sie bei Ihnen ordern, denke ich. Genau. Mal. So, zum Schluss unserer Neuheitenvorstellung. Es ist also eine Neuheit auch für uns. Es gibt also aktuell Zuschauerfragen zu Produkten, auch für Heris. Und ich möchte die gerne mal stellen, vielleicht können Sie beantworten. Es war ohne Namen und ohne Absender, das ist eigentlich sehr schade, aber hier geht es um Lieferung alte Neuheiten, zum Beispiel Henschel-Loks und Setz Shantung-Wagen. Frage, kommt die endlich? Ich habe jetzt auf Ihrem gut vorbereiteten Spickzettel gesehen, um welchen Version es genau geht, nämlich um die DB Epoche 3. Kann ich dem Kunden sagen, der Herr Diener hat eine super Beschriftungsvorlage geliefert. Die haben wir jetzt im September, Oktober rumbekommen. Wir sind gerade bei den Testdrucken. Der Wagen als solcher war ja schon im Sommer fertig geworden. Es wird ein wunderschönes Produkt und ich kann nur sagen, sehr verehrter Kunde, warten hat sich gelohnt. Ja, und wann kommen die endlich? Im Sommer. Im Sommer. Ja, wir sind also jetzt langsam in der Produktion. Wir haben den Kunststoff schon gefahren und jetzt fangen wir mit den Testdrucken an. Diesen Shantung-Wagen, was hat es damit auf sich? Das war der Shantung-Wagen. Ach so, und die Henschel-Lok? Ah, die Henschel-Lok, ja. Da können wir, wenn es der gleiche Kunde ist, wird er natürlich viel Geld ausgeben können, weil wir die Lokomotive auch gerade in der Neuauflage haben. Ja. Wir haben innen drinnen 2-3 kleine technische Änderungen gemacht im Getriebebereich. Und ganz wichtig, wir ändern auch die, da sind gerade unsere Techniker dran, die Platine, weil natürlich in der Zwischenzeit zwischen den ersten 2 Auflagen und der jetzigen sich bei den Platinen, bei den Decodern eine wahnsinnige technische Entwicklung gemacht hat. Das wollen wir aber wirklich noch durchtesten. Vor Herbst wird das nichts. Aber ich verspreche, er kriegt sie. Also die Frage ist beantwortet damit, lieber unbekannter Schreiber. Ja, lieber Iris, lieber Helmut Richthammer, vielen Dank für das Vorstellen der Messeneuheiten. Und Sie, liebe Zuschauer, können natürlich auch gerne weiterhin auf den Webseiten von Heris wuseln und gucken. Aber auch natürlich bei modellbahnshoplippe.com gucken und dort können Sie auch die aktuellen Neuheiten bestellen.
bedanke mich ganz herzlich, ja, und wir bedanken uns denke, auch, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Ja, okay. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss.